Na, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 4 Lost and Damned. Und wir haben immer noch keine Mission von... Ah, neues Rennen, cool. Wir haben immer noch keine Mission von Billy, unserem Chef. Also würde ich sagen, da das Rennen so nah ist, fahren wir einfach nochmal ein Rennen. Also mir hat das Rennen gestern gefallen. Ihr dürft ja gerne, wie gesagt, Feedback abgeben, ob ihr das öfters sehen möchtet oder eben selten oder eben gar nicht. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, alle zwölf Rennen zu absolvieren, die es gibt. Und mal schauen. Scheiße, Johnny. Verdammt gutes Rennen. Lass uns irgendwann mal wieder eins fahren. Okay. Jetzt zum Beispiel. Verdammt nochmal. So. Mal, dass es ähnlich angenehm wird und wir wieder den ersten Platz haben. Ich bin gespannt, ob irgendwas ganz Besonderes gibt, wenn wir alle 12 Rennen geschafft haben. Rennen to Door Docks. Oho, sehe ich einfach Rennmaschinen? Was ist denn da los? Wie soll ich denn gegen die gewinnen? So, Baseballschläger. Ja, haben wir am Start. Gut, dann wollen wir uns mal langsam annähern und zack. Und zack. Das ist so geil. Ah, super geil. Okay. Ein bisschen muss ich mich auch auf die Straße konzentrieren, habe ich gemerkt. Komm, gib Gas. Oh, fuck, Alter. Wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre ich auf jeden Fall noch Erster. Okay. Kurve deutlich besser genommen als der Kollege. Muss man ein bisschen mit auf die Karte gucken, dass ich halt nicht in irgendeine falsche Einfahrt reinfahre, weil das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass es nicht funktioniert. Oh, diesmal sind es drei Runden, also geht es wohl etwas länger. Ich werde halt auch nochmal Zweirad fahren, allerdings Fahrrad zu meinen Großeltern. Es ist nämlich noch vormittags, ich bin mal zeitig aufgestanden. Und werde mich dann auf mein Rad schwingen und zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern ins nächste Dorf fahren und bei denen Mittagessen. Wird super geil. Bin schon mal gespannt, was es da gibt. Also ich lasse mich immer überraschen und... Lass mich nicht vorher sagen. Wobei, ich habe ja gesagt, ich will entweder, dass ich Spaghetti macht oder Kartoffeln mit Fleisch. Also irgendwann mit Kartoffeln mit Fleisch. Mal gucken. Also ich bin mir nicht sicher, was er macht, weil... keine Ahnung. Aber schmeckt beides sehr gut. Also vor allem halt die Soße, die sie macht zu den Spaghetti. Deswegen. Nur die Spaghetti sind natürlich einfach, aber... Die Soße dazu. Exquisit. Deswegen bin ich gespannt, für was sich entschieden hat. Ist mir eigentlich egal. Weil ich beides mag. Oh, es ist oben links etwa gerade das rote Zeichen gewesen. Ihr könnt das rückspulen und gucken. Das Zeichen gewesen, was auch immer bei den Rennen auf der Karte ist, sah zumindest sehr ähnlich aus. So, Lap Number 2. Oh, fuck. Hier muss ich noch rein. Sag doch, muss ich aufpassen, sonst verfahre ich mich ja ganz gerne mal. Aber wie es aussieht, sind meine Gegner noch etwas hinter mir. Und jetzt sind gerade mal die 2 Minuten um. Also eine Runde ist deutlich kürzer als... bei dem ersten Rennen, deswegen wahrscheinlich auch 3. Finde ich aber schon mal gut, dass es nicht wie bei GTA 4 ist, dass wir hier 100 Rennen fahren, dass wir 100 Runden fahren müssen und eine Runde geht 5 Minuten oder sowas. Das war ja mega, mega, mega eklig. Also da bin ich echt froh, dass wir das hier ein bisschen eingedämmt haben, zumindest vor allem bei den ersten Rennen, dass man hier nicht ewig fahren muss. Ich meine, wenn es 12. Rennen 10 Minuten geht, okay, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber die ersten Rennen, die können von mir aus ruhig ein bisschen kürzer sein. Ich will auch noch was anderes machen, als hier nur stundenlang Kreis zu fahren. So. Dann müssten wir jetzt auch gleich die zweite Runde absolviert haben, oder? Na? 1,5 Minuten scheint man hier zu schaffen, eine Runde. Jo. Sehr schön. Letzte Runde. Leider niemand mehr, den wir prügeln können. Deswegen hoffen wir oder passen wir einfach ein bisschen auf, dass wir hier nicht nochmal auf dem Motorrad fallen. Also ich habe ja keinen Bock, das nochmal zu machen. Wäre mir schon ganz lieb, wenn wir das dann schaffen. Ich meine, ich bin der Vize, Jungs. Ich bin der Vize und soweit ich weiß, fährt der Chef ja auch nicht mit. Und das Rennen, wo der Chef mit dabei war, habe ich ja auch gewonnen. Von daher muss ich ja gewinnen. Okay, haben wir es fast geschafft.
Aber es hat immer eine deutlich bessere Zeit. Wahrscheinlich die beste von den drei. Es wäre auch cool, wenn man die Bestzeit mit sehen würde. Das würde das Ganze nochmal ein Stück angenehmer machen. Aber okay, man kann nicht alles haben. Danach werden wir natürlich die Mission machen von Lisa Bettler. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf. Ob das schon so eine Mission ist, die wir mit Nico schon mal gemacht haben und diesmal eben von der anderen Seite aus sehen. Zumindest ist Elisabeth eine Verbindung zwischen Nico und mir. Und da ist das Ziel. Gibt es wieder nur $500, dann sind wir 750. Ich bin gespannt. 2 von 12. Geil, stand nicht da, wie viel Geld wir gekriegt haben. Optimal. Es ist zwar mehr geworden, das Geld, aber ich habe keine Ahnung, wie viel. Oh, das ist echt weit, ey. Fuck, ich glaube, wir müssen uns doch mal ein Taxi suchen. Es ist zwar schade um unser Motorrad, aber das wird ja dann eh wieder vor unserem Vereinsgelände stehen. Gehe ich mal von aus. Das wird dann, oder? Hoffe ich doch mal. Ich meine, wenn ich einfach aus dem Spiel rausgehe, nachdem es gespeichert hat, mache ich ja auch im Vereinsgelände auf und hab dann das Motorrad vor der Tür stehen. Also ich werde jetzt mit dem Taxi holen, weil das ist echt viel zu weit. Taxi! Das ist echt traurig, ne? Wegen Motorrad aber. Was soll ich machen? Der gute Xylon-Tee, grüne Tee. $35, direkt mal ein ziemlich happiger Preis für die erste Fahrt und wird wahrscheinlich gar nicht so schnell zu schlagen sein. Ich glaube, der insgesamt Rekord liegt bei $48 bei mir. Für eine Taxifahrt. Schauen wir mal. Was? Boyers irgendwas? Hey, Johnny! The big bad biker man! Liz Torres, the meanest bitch in Bohan. Oh, come here, sweetie. Shit, I'd let you kiss me, but I'm afraid you'd stick a knife in my back while I was doing it. You wouldn't be the first man I tried that trick on, sweetie. Yeah, I heard the stories. Listen, I also heard you got somebody for that brown. Maybe. There's an apartment on Cassidy Street in Shuttler. You go upstairs and talk to Charlie on the third floor. There any heat? When isn't there? I got a new guy going along with you. He's from Eastern Europe somewheres. The heat's coming from Charlie. Use this slothered motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know Playboy? He's going along too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, show. Nah, not really. Don't you wanna dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. Oh, oh, Intrigen, Intrigen. Und Playboy ist der, den ich dann umgebracht habe. Hey, Johnny! Go. Come over here! Johnny the Jew! Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff, professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything is cool? Sure. Thank you! Well, I gotta go pick up the stuff. So, I'll see you there. Bye. Ich muss sagen, rein von der Mentalität her würden eigentlich Nico und Johnny gut zusammenpassen, oder? Wollen beide Geschäfte machen, brauchen Geld. Johnny könnte bestimmt auch Nico helfen, den Typ zu finden, den er die ganze Zeit schon sucht. Also, keine Ahnung. Ich finde, die hätten ehrlich und öfter miteinander arbeiten sollen. Das wäre auf jeden Fall fruchtbarer gewesen, als die ganzen Assis, für die Nico sonst arbeiten musste. Schade drum, dass die da nicht mehr zusammen gemacht haben. Aber okay, kann man nichts machen. Bin auf jeden Fall gespannt auf die Mission, weil es ist genau die Mission, die ich mit Nico schon mal gemacht habe. Hallo Polizei. Die ich mit Nico gemacht habe. Und jetzt sehen wir mal die andere Seite von dem Deal. Vor allem bin ich gespannt, was halt mit dem Biker passiert, wenn dann die Polizei uns da überrascht im Gebäude. Oh fuck. Scheiße, daran habe ich nicht mehr gedacht. Naja, das ist ja nur ein Stern, den kann ich leicht wegfahren. Wollte ich sagen, ja genau, also ich bin ja gespannt, wo der Biker dann hinmacht. Das habe ich mir schon bei der Mission gefragt gehabt, was mit dem los ist, warum der plötzlich weg ist und so weiter und so fort. Mal kurz warten. Kann ich die Polizei reinfahren? Na, also.
So, bam 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 bam. Haben wir es also geschafft. Muss ich jetzt einfach auch mit dem Heroin wieder zurückfahren? Diese weiten Wege. Mann, 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 Mann. Moin, moin. Give me that shit, man. We got a buyer. I don't know why Billy got you to handle this. And not me. I mean, what's up with that, huh? I guess your semites are good at sniffing out a deal. Ain't that right, Johnny? He didn't get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. Rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. Die haben zwei riesengroße Sporttaschen voller Heroin geklaut und haben es dann zusammengepresst zu einem kleinen Paket oder was? Was ist denn da los? Also die Technik würde ich ja gerne mal sehen, wo man aus mehreren Kilo Heroin, ich würde mal behaupten, in den Sporttaschen werden viele, viele Kilo gewesen sein, wie man aus einem Haufen Heroin von mehreren, Kilo, wie man da einfach so, ich weiß nicht, was das war, ein halbes Kilo? Sah mir nach einem halben Kilo Heroin aus, was er da jetzt in der Hand hatte. Das ist echt wenig. Haben die den Rest vorher selber schon konsumiert oder was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Egal. Dann gehen wir halt nur mit einem halben Kilo Päckchen dahin. Mein halbes Kilo, wenn es reines Heroin ist, ist auch schon extrem viel wert. Ungestreckt. Das Apartment ist im zweiten Stock. Ich glaube, Heroin wird momentan auf 7-8% ungefähr gestreckt. Und dann hast du verkauft. Ja, wobei eigentlich ist die Pumpgun, die ist eigentlich geiler, oder? Als die abgesägte, die ich habe. Weil die hier hat mehr Schuss und sowas. Ich werde die nehmen. Und die schießt auch viel schneller. Und ist genauer, etc. So, schauen wir mal. Warte hier auf Nico und Playboy X. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Playboy dabei war. Buyer is some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Yo. Hey, man. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Sehr schön. Zeit, uns aufzuteilen. Er geht nach oben, ich nach unten. Ah, okay. Steigt die Treppe hinab und verlasst das Gebäude. Okay. Genau deswegen habe ich die Waffe genommen. This is how I roll. Das Problem ist halt nur, dass die alle so viel Rüstung haben, dass man halt versuchen soll, den Kopf zu schießen, was mit der Waffe irgendwie ziemlich schwer ist. Ich gehe jetzt raus, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Oh, da ist auch noch einer. Okay, ich sehe gerade, ich habe fast keine Energie mehr. Fuck. Ja, ja, das habe ich kommen sehen. Erstens hätte die aus der Deckung gehen sollen. Zweitens hatte ich einfach keine Energie mehr. Das war alles sehr, sehr dumm. Aber ehrlich gesagt, stört mich das nicht. Warum? Weil das dafür sorgen wird, dass ich meine überhebliche Arroganz, die ich mir in den ersten Missionen angeeignet habe, wieder über Bord werfen werde. Und jetzt können wir wieder gechillt. Anständig. Ah, geil, geil, Checkpoints, genau. Davon hat ja jemand gelabert. Es gibt endlich Checkpoints. Man muss nicht mehr die ganze Scheiße machen. So, Jungs, wird ja erstmal ausgeräuchert. Ah, hi. Hallo. War ja eine richtig geile Idee von mir. So, jetzt haben wir nämlich fast alle umgebracht. Sehr schön. Ich will eigentlich wissen, ob hier irgendwo Rüstung liegt, Munition liegt. Munition sage ich schon. Rüstung. Ah, Rüstung! Genau, das habe ich gebraucht. So, jetzt brauchen wir auch keine Deckung mehr. Geil, wie viel wir hier direkt runtergeholt haben. Ha! War das eine SMG? Na, 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 na. Das wurde aber auch Zeit.
Freunde der Sonne. Boah, sind hier viele Polizisten. Kleine SMG in Ehren kann niemand verwehren. Ich muss runtergehen, ne? Die gehen nach oben. Soweit ich weiß. Wie viele gute Polizisten ich wieder umbringen muss. Aber okay, ich sag mal so, als Biker stört mich doch eher weniger. Polizisten sind definitiv meine Feinde. Das heißt, Nico, den hat es vielleicht ein bisschen gestört, aber nicht Johnny. Es sind halt nur Polizisten. Scheiße. Die haben sich ihr Leben ausgesucht, genauso wie ich. Und genauso wie ich wissen die, dass sie sterben können. Vor allem, wenn sie in so einem Sondereinsatzkommando sind. Ja, braucht eigentlich nicht die Waffe. Kann ich hinten raus? Kann ich hinten raus? Yep. Werde die Cops los. Fuck, wo sind denn meine... Scheiße, hier ist keine gute Idee lang zu gehen, weil... Wie ich sehe, ich brauche meine Maschine! Fuck, wie soll ich denn zu meiner Maschine kommen? Okay, hat sich erledigt mit meiner Maschine. Oh, scheiße. Oh, fuck! Genau, Dicker. Komm schon, steig ein. Wir brauchen irgendwie was. Drei Sterne, verdammt nochmal. Ich muss wegrennen. Ja, das heißt wegrennen. Wegfahren muss ich. Heilig. Mein Problem ist halt nur, dass wir jetzt so halt unser Fahndungslevel nicht loswerden, weil drei Sterne ist echt zu sehr, also viel, um aus dem Kreis rauszufahren. Na gut, ich glaube, einmal habe ich es geschafft, aber Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wir müssen natürlich zu einem Pain Spray fahren. Und brauchen natürlich einen anderen Wagen dafür, weil wir halt ein Polizeiauto nicht umsprühen lassen können. Komm, 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 komm! Eil dich, verdammt nochmal. So. Gut, jetzt werden wir einfach mal zu dem Pain Spray fahren und hoffen, dass keine Polizei unterwegs ist, keine Polizei davor steht, die sieht, wie wir reinfahren. Damit wir uns ohne Probleme umspritzen können. Die fahren echt cool, muss ich sagen, die Polizisten. Jetzt habe ich aber so ein komplettes Schiff, ey. Nur am Schwimmen, dieser Asphaltkreuzer. Aber okay. Was ist eigentlich mit dem Heroin? Habe ich das Heroin jetzt noch? Frage ich mich gerade so spontan. Wir springen mal hier in der Mitte durch. Habe ich das Heroin noch? Bin mir gerade nicht sicher. Fuck, hier sind überall Polizisten. Kann ich komplett vergessen, dass ich hier ins Pain Spray reinfahren kann. Scheiße. Oh, das ist ein Motorrad. Das hätte ich gerne genommen, das Motorrad, muss ich zugeben. Hallo, ich will nicht so eine lange... Ich will nicht so ein langes Ringel fahren. Ich will nur kurz, damit ihr Polizisten nicht mehr, ne, da seid und ich da in Ruhe meinen Pain Spray reinfahren kann. Oh, toll, das belagern die ja hier alles. Fuck. Komm, jetzt sehen sie mich bestimmt nicht, oder wenn ich reinfahre? Was ist los? Was ist los? Da steht einfach mal einer im Pain Spray drinne. Fuck! Ich will mit diesem Motorrad weiterfahren. Problem ist nur, dass das wahrscheinlich nichts wird, weil wenn ich aussteige, kriegen die mich höchstwahrscheinlich um, oder? Fahr, fahr! Ich bin fast tot. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Warum? Weil ich dumm bin und nicht mit dem Motorrad fahren will. Aber was soll ich machen? Habt ihr gesehen, dass da bitte schön das Pain Spray blockiert war? Jungs, das Pain Spray war blockiert. Wie soll ich denn da bitte schön wieder rauskommen? Fuck. Naja, ich muss jetzt die Aufnahme beenden. Ich kann nicht überziehen. Wie gesagt, ich fahre dann jetzt zu meinen Großeltern Mittagessen. Also das war auf jeden Fall wieder mal die erste, dies war die erste richtig klassische Fail-Folge Lost and Damned von Paxis. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Euer Failord Paxis. Bis zum nächsten Mal.